Moin Moin, komm hoch. Wir kommen auf unsere Eira. Das hier ist das Segelboot, mit dem wir um die Welt segeln. Es wurde 1991 gebaut, wiegt 14 Tonnen, ist 14 Meter lang. Das ist eine Catch, heißt, das ist ein Zweimaster. Wir haben hier einige Sachen auch selber gemacht, wie zum Beispiel das Hardtop. Da haben wir Solarpanels draufgeklatscht, damit wir Stromversorgung haben. Aber schau ich nochmal innen drin um. Ja, wenn man dann hier reinkommt, durchs Mittelcockpit über die Treppe, steht man gleich im Hauptaufenthaltsraum. Das ist unser Saloon mit unserem Tisch und unserer kleinen Sitzecke. Ja, hier halten wir uns eigentlich die meiste Zeit über auf. Hier steht dann gleich mein Bett mitten im Saloon drin. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Punkt an so einem Boot. Das werdet ihr jetzt auf der ganzen Besichtigung merken. Überall sind Stauräume. Wir haben hier nicht allzu viel Platz, 14 Meter. Vier Personen und unter dem Bett zum Beispiel riesiger Stauraum, kann man alles vollstopfen, Konserven auf langen Etappen wie Atlantik- oder Pazifiküberquerung. Dann hier Schubladen mit solchen Sicherungskeilen oder Sicherungsklemmen, damit da nichts rausfällt. Auf der Seite sieht man das gleiche. Unter der Sitzecke auch nochmal viele Staumöglichkeiten, kann man hier auch wieder hochklappen. Hier ist zum Beispiel unser ganzes Ölzeug, also unsere Kleidung für schlechtes Wetter während der Fahrt. Bei meinem Kopfkissen ist dann gleich unser Kühlschrank. Das ist so ein, hier gesichert, damit der auch nicht so easy aufgeht. Ist ein Kühlschrank, der speziell für solche Segelboote gemacht ist und ja, relativ wenig Strom verbraucht und halt trotzdem gut kühlt. Und hier vorne geht es dann gleich weiter. So, hier sind wir gerade in meinem Reich. Das ist eigentlich ein großes Bett, das ist hier alles gepolstert. Wir haben hier direkt unter mir einen Wassertank, hier vorne ein Bugstrahlruder. Dann haben wir hier, hier war eine große Wand und da eine Tür. Das haben wir rausgerissen, weil wir eben diesen großen Saloon haben wollten und diese, damit man hier nicht ganz so eingeengt ist oder damit es nicht ganz so rüberkommt. Und dann haben wir hier auch noch ein Regal reingebaut und da oben haben wir ein schönes Fenster. Wenn das Dingi mal nicht drauf ist, dann ist es auch sehr angenehm, weil hier viel Licht reinkommt und ja, so lässt sich leben. Wenn man dann vom Saloon hintergeht, kommt man hier zum wichtigen Punkt vom Boot, die Navigationsecke. Haben nicht mehr viele Boote, moderne Boote haben sowas nicht mehr. Wir finden es aber super praktisch, weil man hier einfach einen riesen Schreibtisch hat, wo man dran arbeiten kann und wir können unsere Videos perfekt schneiden. Und drunter haben wir auch nochmal super viel Stauraum, da sind momentan die Laptops drin. Hier hinten haben wir Kippschalter, mit denen wir sämtliche Elektronik von Bord steuern können. Funktioniert super gut. Elektronik haben wir auch beinahe komplett neu gemacht, weil die alte ein bisschen vergammelt war. Hier sind Motorinstrumente. Hier haben wir einen Bildschirm, der kriegt ein Bild von oben in der Kamera rein vom Mast. Das heißt, wir haben hier ein Live-Bild von draußen, auch super praktisch. Hier ist ein EPIRP, das ist ein Rettungssignalgeber, heißt wir drücken da drauf und dann kommt an die Seenotrettungsstation von Bremen kommt ein Signal, dass wir gerettet werden wollen, wenn ein möglicher Notfall ist. UKW-Funkgerät, hier unten ist das AIS, hier haben wir ein Satellitentelefon und noch andere Instrumente wie ein Hygrometer und eine Uhr. Willkommen in der Küche. Wir sind ein bisschen stolz auf unsere Küche, weil wir ziemlich alles hier selbst gebaut haben. Und zwar haben wir große Holzplatten gekauft beim Baumarkt, die dann zurechtgeschnitten hier und so grau lasiert, damit das hier unser Regal wird. Da haben wir jetzt halt nämlich auch genügend Stauraum für das ganze Geschirr und für das Besteck. Das ist auch wichtig, weil das ist hier leicht gesichert. Da sind in dieser Bodenplatte Löcher, das heißt, da fällt nichts raus. Die Teller sind so halb gesichert, da kann schon mal sein, dass einer durch die Gegend fliegt, aber noch nicht passiert. Auch hier unten weiterer Stauraum für kleine Snacks oder Müsli. Gewürze finden auch ihren Platz, also ist alles aufgeräumt. Dann eine Massivholzplatte als Arbeitsplatte haben wir hier. Da kann man auch mal mit dem Messer drauf schneiden und dann einfach ins Waschbecken wischen oder so, damit es schön aufgeräumt hier ist immer. Apropos Waschbecken, da haben wir ein
auch ein neues eingebaut. Das ist so aus Betonstein, damit es nämlich nicht zum Rosten anfängt bei dem ganzen Salzwasser. Hier haben wir einen Ofen, das ist eigentlich ein ganz normaler Yachtofen, wie in jeder Yacht zu finden. Der ist speziell aufgehängt, dass er die Wellenbewegung ausgleichen kann und dass die Töpfe nicht durch die Gegend fliegen. Das ist auch der, die ganz normalen Funktionen wie jeder andere Ofen daheim. Also kann man auch Pizza backen zum Beispiel. Zu guter Letzt hier hinten haben wir einen Ausblick in die weite Welt. Wir befinden uns gerade hier oben in Portugal und in 3 Jahren werden wir einmal ganz rundherum fahren. Im Heck des Bootes angekommen, man sieht, ich kann nicht ganz aufrecht stehen. Ist in dem Raum nicht so wichtig. Wir haben hier nämlich hauptsächlich einfach einmal das Bett und das Doppelbett, was wir auch selber gemacht haben. Heißt Holzplatten gekauft und hier sowas hingeschustert, auch mit solchen Überhängen, damit man nicht rausfällt bei starkem Wellengang. Unter den Betten verbergen sich dann wieder, wie im restlichen Boot, riesige Stauräume für die schon genannten Langfahrten. Hier ein kleines selbstgeschustertes Kleidungsregal, wenn man es so nennen mag, was auch hinter diesen, also hinter der Abdeckung hier ist das Stahlseil vom Autopilot, der zum Vorschein kommt, wenn man hier die Abdeckung abmacht. Genau, hier sieht man die Steuereinheit und falls da mal was nicht stimmt, haben wir da auch einen ganz guten Zugriff drauf. Das war's dann von dem Raum hier hinten. Das hier ist unser stilles Örtchen. Das besteht nur aus einem Waschbecken und einer Toilette. Für eine Dusche hat es leider nicht gereicht. Dafür ist unsere Toilette ziemlich Hightech, denn die kann mit Salzwasser spülen. Da sind wir sehr stolz drauf. Für die Wasserversorgung an Bord haben wir hier unten auch noch eine Entsalzungsanlage. Die funktioniert so. Die zieht von außen Salzwasser herein. Das läuft dann durch diese ganzen Filteranlagen hier und kommt am Ende des Schlauches wieder als normales Trinkwasser raus. Das schmeckt ein bisschen fad, aber trinken kann man es trotzdem. So, hier sind wir auch in einem sehr wichtigen Bereich des Bootes. Man wird es nicht glauben, beim Segelboot der Dieselmotor auch extrem wichtig für Hafenreinfahren und sonstiges. Wir haben hier einen 50 PS Perkins Motor älterer Generation, wie man sieht. Wir haben ein paar Neuerungen gemacht, neue Lichtmaschinen, neuen Anlasser, hier auch neue Dieselfilter. Der läuft soweit, alte Technik, funktioniert. Hier haben wir Batterien, das sind die Verbraucherbatterien, davon haben wir 4. Die sind für Licht und alles, was man halt so täglich benutzt. Und dann haben wir vorne noch eine Bugstrahlbatterie und hier sehen wir auch noch eine Anlasserbatterie und die dazugehörige Elektronik, heißt Ladegerät, Solarladegerät und ein Aufteiler. Und das war's dann eigentlich auch schon von unserem Boot. Das war unsere Bootstour. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, wie wir täglich hausen. Wir haben uns schon hier schön zurechtgefunden und fühlen uns eigentlich schon ziemlich wohl hier. Genau, das war jetzt ein bisschen anderes Video mal, weil wir hier gerade in Figueira de Foz sind und wir kommen wegen Wind und Welle nicht weiter. Wir sind hier seit einer Woche und das Wetter ist meistens schlecht. Die Stadt bietet nichts außer am Casino. Da wollen wir nicht unbedingt hin. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und pfiat's euch. Ciao. Ciao.